Am sonnigen Sonntag, den 20. August 2023, versammelten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Podgoria sowie zahlreiche Besucher aus der Region, um einen Tag voller geselliger Aktivitäten und feierlicher Ereignisse zu erleben. Der Tag begann mit einem traditionellen Frühschoppen- und Kirrtag, bei dem die örtliche Gemeinschaft zusammenkam, um die enge Verbundenheit und Unterstützung für die Feuerwehr zu zeigen. Die Veranstaltung begann mit einer feierlichen Heiligen Messe in der örtlichen Kirche von Oberpodgoria. Während der Messe wurde ein besonderer Moment des Tages zelebriert, die Segnung des neuen Tanklöschfahrzeugs 3000 der Freiwilligen Feuerwehr. Der Pfarrer führte die Segnungszeremonie durch, bei der das Fahrzeug auf seinen zukünftigen Dienst vorbereitet wurde. Dieses Fahrzeug, das gebraucht erworben wurde, fand seinen Platz im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit einem beeindruckenden Tankvolumen von 3000 Litern und einer leistungsstarken Seilwinde verspricht das Tanklöschfahrzeug 3000 eine wichtige Ergänzung zur Feuerwehrausrüstung zu sein. Die Freiwillige Feuerwehr Podgoria erhielt Unterstützung vom Ankauf ihrer Ausrüstung sowohl von der Gemeinde als auch vom Land Burgenland. Eine unwiderstehliche Auswahl an köstlichem Essen, erfrischenden Getränken und verlockenden Mehlspeisen rundete den Frühschoppen ab. Ganz gleich, ob Sie herzhafte Leckerbissen bevorzugen oder Ihre süße Seite verwöhnen möchten, hier kommt jeder Gaumen auf seine Kosten. Die musikalische Unterhaltung wurde von niemand anderem als dem talentierten Jürgen Kess übernommen. Die mitreißende Musik schaffte eine angenehme Atmosphäre, die auch zum Tanzen einlud. Für die kleinen Gäste stand eine besondere Attraktion bereit, eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos. Die Kinder konnten sich auf diesem aufregenden Spielgerät austoben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dieser Frühschoppen war eine perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Familie und Freunden einen unbeschwerten Sonntag zu verbringen. Von gutem Essen über erfrischende Getränke bis hin zur musikalischen Unterhaltung und Spielspaß für die Kinder, hier war für jeden etwas dabei.